herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein einfaches und leckeres Gebäckrezept für euch mit Hackfleischfüllung und zeige euch die Zutaten dazu. Für den Teig habe ich eine frische Hefe, 1 Teelöffel Salz, 1 Teelöffel Zucker, 100 ml Öl, 200 ml lauwarmes Wasser, 200 ml lauwarme Milch und so ungefähr 500 Gramm Mehl. Ich habe erstmal die Milch, das Wasser, Zucker und Hefe in eine Rührschüssel hineingegeben, vermischt und 10 Minuten gehen lassen. Anschließend habe ich dann die restlichen Zutaten hineingegeben und den Teig vorbereitet. Ihr müsst den Teig dann auch richtig schön kneten. Später habe ich den dann natürlich mit den Händen geknetet. Wenn der Teig an den Händen nicht mehr klebt, dann ist die richtige Konsistenz erreicht. Ich decke das ab und lasse es so ungefähr eine Stunde gehen. In der Zwischenzeit habe ich die Füllung vorbereitet. Ich habe 2 Zwiebeln, 1 Zehe Knoblauch klein geschnitten, in Öl angebraten und habe dann anschließend 400 Gramm Hackfleisch hineingegeben. Ich habe Rinderhackfleisch genommen. Das Hackfleisch habe ich auch mit den Zwiebeln richtig schön angebraten. Dann wird das einfach mit Salz, Pfeffer, ein bisschen Chilipulver abgeschmeckt und dann könnt ihr auch den Herd ausmachen und die Füllung auskühlen lassen. Nach einer Stunde habe ich den Teig dann noch einmal geknetet und aus dem Teig kleine Bällchen vorbereitet. Meine Bällchen waren wieder so groß wie eine Zitrone. Diese habe ich dann in ein rundes Blech gegeben, welches ich vorher mit Öl bestrichen habe. Dann habe ich die leicht mit den Händen angedrückt und dann eine Vertiefung in der Mitte gemacht, damit ich die Füllung hineingeben kann. Ich hatte schon mal passierte Tomaten vorbereitet. Passierte Tomaten habe ich dann einfach mit Salz und ein bisschen getrockneten Oregano vermischt und je ein Esslöffel in die Mitte hineingegeben. Dann habe ich das Hackfleisch über die passierten Tomaten gegeben. Dann habe ich grüne Oliven und klein geschnittene rote Paprika darüber gegeben. Ihr könnt auch gelbe Paprika nehmen. Und mit geriebenem Käse natürlich abgeschlossen. Die Seiten habe ich dann mit Eigelb bestrichen und das Gebäck im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad goldbraun gebacken. Und mein Gebäck ist raus aus dem Ofen. Das ist so eine Mischung zwischen Pocha und Pizza und Börek geworden. Es ist richtig oberlecker geworden. Das müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Die sind zwar noch sehr heiß, aber ich möchte einmal zeigen, wie schön weich das Ganze geworden ist. Ich hoffe natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefällt. Ich wünsche allen, die es ausprobieren möchten, viel Spaß dabei und sage tschüss bis zum nächsten Video.